Dann machen wir hier. Naja, wir dürfen jetzt ja keine Talente mehr verbessern. Machen Händlerrettung. Händlerrettung Großstadt übernehmen. Dann machen wir schnell die Quest. Dann bekomme ich nämlich vielleicht noch ein paar Gutheitspunkte gut geschrieben. Wer weiß. Vielleicht werden wir dann besser. Oh nein, Kratzer. Tötet niemanden. Nein. Zeitbeschränkte Quest. Da kann ich nur zwei übernehmen. Wow. Es sind ganz schön viele Leute hier. Hallo auch, oh Held. Wow, hier sind echt viele. Guter Mann. Vielleicht können wir Inventar, Gegenstände, Trophäen. Was ist denn die beste, die ich habe? Immer noch 300. Wisst was, Brosche? Zeigen, 11 Zeugen stehen bereit. Die aktuell, ja. Das hat er gut gemacht. Oh ja, wunderbar. So. Toll. Ich weiß, dass ihr es könnt. Viel Glück. Und die noch. Hört sich schwierig an. Okay, ja. Man muss seine Bestmarke übertrumpfen im Vergleich zu vorher. Allerdings habe ich auch mal von dem Trick gehört. Und zwar, wenn man Gegenstände, andere... Wenn man den Spaten nimmt. Und den Spaten jetzt hier reintut und gräbt. So, man kann hier zum Beispiel graben. Dann sollen angeblich neue Leute generiert werden. Explode Paladin! Angeblich. Bei vielen Quests könnt ihr mit Großtatenkrallen dir begegnen, bla bla bla. Das wird einfach wundervoll. Irgendwie hat mir das mal gesagt. Irgendwo habe ich das mal im Internet gelesen, dass man angeblich, wenn man gräbt, dass da neue Leute generiert werden und man verdammt viele generieren kann. Los doch, erzählt von einer Großtat. Nö. Hey, nö. Komm schon. Stimmt nicht. Her mit den Großtaten. Wo ist das Problem? Her mit den Großtaten. Was geht mit denen ab? Gut, dann machen wir mal Händlerrettung. Händlerrettung. Zwillingsklingslager. Ach, Avo sei Dank, ihr seid hier, Sir. Die Situation ist übel, wirklich übel. Die Räuber verlangen Schutzgeld von der Händlergemeinschaft und nahmen drei Geiseln, um zu beweisen, dass sie es ernst meinen. Die Gemeinschaft weigert sich zu zahlen und heute ist der letzte Tag. Sie haben mich gerufen, weil ich ihnen was schulde, aber... Hab gerade erst die Wächterschule abgeschlossen und mit nur einer 3- in Geiselbefreiung. Wisst ihr was? Ich sage euch, wo sie sind und überlasse euch den Rest. Mal sehen, einer ist unten am Berg und zwei weitere sind auf der anderen Seite der großen Tore. Alles klar? Also, ich mache jetzt einen taktischen Rückzug, bevor sie mich sehen. viel Glück. Super, du bist ein richtiger Wachmann, ne? Es bleibt natürlich alles am Helden hängen, aber mein Gott, wir bekommen so unsere Quest. So, was haben wir denn da? Da mache ich hier erstmal den, dann mache ich den. Wartet und mal, dann... Alles kommt, verdammte Minute. So, wir haben natürlich zeitbeschränkte Quest genommen, das heißt, wir dürfen uns jetzt schön beeilen. So, da la. Ja, es geht aber recht chillig mit, Lauft! Das ist eure... Wartet mal, eines kaum verdammte Minute! Ihr wollt die Händler befreien? Bäm! Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Ich werde doch nicht hier alle einzeln töten, wenn ich sowas Tolles drauf habe. Gut, dann machen wir mal die Händlerrettung. Der Wächter ist tot! Lasst mich hier raus! Ihr da! Ihr seid von der Gilde! Endlich Rettung! Ja! Diese Räuber sind ein wilder Haufen! Ihr müsst mich rausholen! Ja, dann komm mit! Au, oh, Mann! Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Macht euch bereit! So. Ja, wir müssen uns, wie gesagt, ein bisschen ranhalten. Der Quest ist zeitbeschränkt. Na, komm schon. Ich kann gar nicht hinsehen. Erlöse mich doch jemand von meinem Herz. So.
Ja, ihr könnt mir gar nichts anhaben. Sag mal, warum leben die noch? Ich habe hier mehrfach Schlag gemacht. Spinnt ihr oder was? So. Ja, die Quest ist eigentlich nicht sonderlich schwer, aber trotzdem, Faustkämpfer, kein Schaden, nackend, etc. Das ist alles zusammen, glaube ich, gar nicht möglich, wenn man die zeitbeschränkte Quest noch mit annimmt. Du schlachtest mal gar nichts. Er will die Gefangenen töten, das ist total widersprüchlich. Was bringt dir das, wenn du die Gefangenen tötest? Jetzt machen wir mal die 5. So, da. Dieser verdammte Held ließ alle Händler gehen. So. So, und weiter. Oh ja, eine schöne Enthauptung. So ist es gut. So, den nächsten Händler. Ja, bla bla, du kommst mit, etc. Schönes Ding. Sag mal, geht sie wieder rein oder geht sie wieder? Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. 5 Minuten geht eigentlich. 5 Minuten geht eigentlich. So, komm auch hinne. Mein Berserker hält auch nicht unendlich. Ups. Ja, ich sollte hier keinen gewaltigen Rückstoß machen. Das macht sich gar nicht gut. Wir lassen euch hier nicht leben, Jaus. Da oben. Ihr dürft das sind unsere Gefangenen. Entschuldigt euch wohl Dank. Wir können nicht ewig hier rumstehen und reden. Wir müssen hier weg. Sofort. Okay, komm mit. Okay, ich habe alle 3 Händler. Ich glaube, mein Quest ist es, 3 Händler zu töten. Zu befreien, oder? Oder mehr? Okay. Nummer 1 und Nummer 2. Oh, Kopf verloren. Die Räuber sind so kopflos. Ein lustiges Volk. Dumm, die dumm, die dumm. Hallo Räuber. Guck mal, was ich hier hab. Wollt ihr mit mir spielen? Spielen wir. Wer kann den Kopf am schnellsten verlieren? Ihr habt gewonnen. Hahaha. Und hier hat sich wieder alles aufgefüllt. Ist ja wunderbar. Ihr dürft nicht fortgehen, Gildepüpp. Zurück mit euch, Händlerhund. Das wird gleich. Das sind unsere Gefangenen. Schnappt ihn! Hört auf zu jammern. Na, kommt schon. Wow, die machen mir die Händler kaputt. Nein. Ich hab's verkackt. Der hat aber wenig ausgehalten, der Händler. Wow. Der hat wirklich ganz wenig ausgehalten. Der hat ja gar nichts ausgehalten. Händlerrettung. Okay, das ist alles gespeichert. Frechheit. Wow, ich hab's echt verkackt, die Händlerrettung. Gehen wir nochmal. Dieser blöde Bandit. Boah. Und diese Quest kann man angeblich machen, indem man alle Banditen verschont. Ich möchte nicht wissen, wie das überhaupt funktionieren soll. Ja, den Dialog kennen wir mittlerweile. So, dieses Mal werde ich nicht so freundlich sein wie das letzte Mal. So, Fertigkeiten, Magie, Umgebungszauber, Leben heilen oder Leiden heilen oder wie auch immer. So. Wartet mal eine Skorm, verdammte Minute. Dumm, die dumm, die dumm. Hallo. Wartet mal eine Skorm, verdammte Minute. Ihr wollt die Händler befreien? Ich werde euch aufschlitzen. So, jetzt halt. Ja, man muss immer aufpassen, wenn man nämlich diesen Zauber hier macht, hat man nämlich keine Möglichkeit, dass man sein Mana hält. Und das Problem ist aber, die Gegner können dich treffen und dir dein gesamtes Mana-Schild runterkloppen. Da musst du echt vorsichtig sein, wenn du den Zauber verwendest. Der Wächter ist tot! Lasst mich hier raus! Ja, komm mit. Ihr da, diese... Ja, ja, du kannst mitkommen, schön. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung?
Was ist denn hier drin? Nichts. Aber der hat ja vorher gleich zwei getötet. Das war... Ja, ja, lass mal meinen Händler hier in Ruhe. Machen wir hier. Gut. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Schönes Ding. Ja, ich werde jetzt die da hinten, die auf der Karte noch waren, werde ich jetzt nicht extra zurücklaufen. Okay, dann weiter geht's. Bam, badam, badam. Welchen hole ich denn dieses Mal zuerst? Ich glaube, ich soll zuerst dieses Mal den anderen nehmen. Ihr seid totes Fleisch! Na, kommt's her. Jetzt sind aber viele auf einmal gespawnt. Die waren doch jetzt gerade alle nicht da. Ihr dürft nicht mal eines kommen, Gildepüppchen! Dieser so. Verdammte Held ließ alles. Du kriegst auch noch ein Messer hier rein. Jawohl. So, den wieder rauslassen. Und jetzt schauen wir mal. So. Jetzt kommt mal bitte mit und seid schön brav. Ich habe mich keine Lust, dass ihr zwei mir wieder verreckt wie vorher. Das sind unsere Gefangenen. Schnapp! Wow, das war knapp. Ihr seht, mein Mana, wäre jetzt fast ausgegangen. Schön. Holt ihr mich jetzt bitte hier raus? Natürlich. Komm mit. Ah, mal aus. So, da liegt noch überall Zeug rum. Das sammle ich alles ein. Besonders Mana-Tränke nehme ich dankend an. So, du auch noch. Ja, ich weiß, diesen Quest, glaube ich, verkacke ich aber jedes Mal beim ersten Mal. Ich weiß nicht wieso, aber bei dem Quest tue ich mir so dermaßen schwer. Dieser verdammte Held ließ alle Händler. So, ich töte euch alle. Lasst meine Händler in Ruhe. Seht ihr, manche gehen gezielt auf die Händler los. Die ignorieren mich komplett und wollen nur auf die Händler losgehen. Der zum Beispiel, glaube ich nicht, dass er auf mich losgehen wollte, so wie der gelaufen ist. Richtig fies programmiert hier. Lasst meine Händler in Ruhe. Das sind unsere Gewieser, verdammt, was glaubt ihr? Zurück mit... Seht ihr? Die wollen direkt auf die Händler, schnurgerade auf die Händler losspaziert. Finde ich gar nicht nett, sowas. Immer auf die Schwachen. Wobei meine Haare noch weiß sind, gell? Ich sehe trotzdem wegen den Haaren noch ein bisschen alt aus, finde ich. Dieser verdammte Held ließ alle ein Händler entkommen. Ich hol ihn zurück. Ja, wird schon wieder auf die Händler losgehen. Lass ich überhaupt nicht zu. So. Wir lassen euch hier nicht lebend raus. Ich glaube, das waren alle, oder? Sieht gut aus. Okay. Da oben noch die... Wir lassen euch hier nicht lebend raus. Ihr dürft nicht fortgehen. Ihr seid tot. Dieser verdammte... Nein, ihr kommt hier nicht vorbei. Ich bin kurz vorm Ende des Quests. So, ich glaube, es ist geschafft, oder? Großartig. Ja, ich hab's geschafft. Mann, es ist schön, wieder frei zu sein, wirklich. Danke, ihr seid ein patenter Typ. Ich gebe euch einen Rabatt auf meine Waren, falls ich euch je wiedersehe. Mhm, was nicht der Fall sein wird. Danke und tschüss. So, diese Quest ist auch erledigt. Nehmt keinen Schaden, weniger als 8 Minuten. 400 Bekanntheit, wow. Schauen wir nochmal auf den Heldenstatus. Ah, ich werde etwas beliebter. Gut, dann werde ich nochmal schnell nach Oakvale gehen und schauen, ob ich noch ein bisschen Geld holen kann. Dann werde ich noch etwas spenden und werde meine Beliebtheit auf maximal machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann sollte eigentlich nichts mehr im Wege stehen, dass ich zu Scums Kavelle gehen kann. Dann hätten wir die schwersten Sachen im Spiel, sage ich mal, erledigt. Also, für mich ist es immer am schwersten... Ach, es ist Nacht, ne? Da haben ja die Geschäfte geschlossen, da war ja was.
Lass mich mal vorbei. Kaufen. Gegenstände, Tränke, Willenskrafttrank. Oh, ich habe noch 153 im Besitz. Die. Oh, komm, geht doch vorbei. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf. Könntet ihr mal bitte weitergehen? Mal ein Bier rüber, ja? Ach komm, bitte geh doch weiter. Gib mir etwas geh doch zu trinken. Egal was. Bitte, danke. Boah, lästiges Weibsvolk. Okay, nächster Tag. Jetzt schaue ich noch zu den Händler, ob ich vielleicht noch ein bisschen Kohle scheffeln kann. Aber die ganzen Läden sind schon wieder nicht in meinem Besitz, sehe ich gerade. Das ist ja total die Verarsche. Ich glaube, wir können euch ein besonderes kaufen, Gegenstände, Tränke, jawohl. Und dann kann ich noch Geschenke kaufen, Smaragd. Und verkaufen, wie teuer sind die denn im Verkauf? Und kaufen, Gegenstände, Geschenke, Smaragd. 210, okay. Ich kaufe mal hier schnell alles auf, damit ich das leichter... Dann möchte ich mich wieder ein bisschen hochkaufen, was die Items angeht, weil das ist der... Das wird jetzt der letzte Zeitpunkt im Spiel sein, wo ich noch gut bin. Das muss ich nutzen, damit ich mir noch meinen Rest... Weil sonst, glaube ich, komme ich nie wieder an Gold. So, auf 2 Millionen möchte ich schon wieder hoch. So, lala. Ja, ihr kennt das, die Prozedur ja schon. Kaufen, verkaufen, Gegenstand, Geschenke. Ihr kennt das ja schon, kaufen und verkaufen, bis man das gewünschte Gold hat. Dafür sollte man natürlich den List-Skill und die Beliebtheit möglichst hoch haben. Dann bekommt man auch besonders gute Tränke. So, den hier noch. Parfüm möchte ich nicht, das bringt kaum was. Dumm, die dumm, die dumm. Geschenke, was haben wir hier? Smaragd und Ehering. So, jetzt hätten wir schon 2 Millionen. Jetzt muss ich es allerdings nochmal kaufen. Verkaufen, Gegenstände, Geschenke. So. Und kaufen. Dann müssten wir jetzt über 2 Millionen haben. Jawohl. Genau, okay, das passt so weiter. Gut, dann gehen wir zu Avos-Tempel. Haben wir da irgendwo Aussichtspunkt? Nein, da haben wir nichts. Da müssen wir zum Witchwood-Kallis-Tor gehen. Und den Quest beim Avos-Tempel kann man auch nie abschließen. Das wird jetzt als Bronze-Quest markiert, aber leider nicht abschließbar. Wie gesagt, die Bronze-Quests sind immer im Spiel. So... Ja, bevor er einen Angriff machen konnte, umgebracht. Das ist... So mag ich das. 113 Bekanntheit für einen Gegner. Wow, what the fuck. Das ist schon viel. Na komm. Mach hinne. Ah ja, ich bekomme gar keinen Kampfmultiplikator, wenn der Gegner schon tot ist. Daran kann man zum Beispiel erkennen, ob er noch lebt oder nicht. Na gut, schauen wir mal, ob ich meine Beliebtheit jetzt noch tatsächlich noch höher kriegen kann. Das wäre umso höher die Beliebtheit ist, also wenn sie auf maximal ist, dann hast du die allergrößten Chancen, Ding zu bekommen, die... Diese Patrouille ist langweilig. Nie passiert irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Nicht mal ein Babyhop behelligt uns. Aha. Okay, warum sind die grün? Bitte kommt und helft meiner Frau. Ein Balverine hat sie angegriffen. Rasch, sie ist da unten. Folgt mir. Okay, dann folge ich dir. Die Quest kenne ich noch gar nicht. Hier drüben. Ich kann nichts dafür. Macht euren Frieden mit. Habt ihr gesehen? Der hat mir eine Falle gestellt. D
Der hat mir eine Falle gestellt und eine richtig miese auch noch dazu. Das ist ja fies. Wie soll ich gegen die alle gleichzeitig eine Chance haben? Wow. Da leben noch welche. Kämpfen wir. Dumm, die dumm, die dumm. Die Quest kenne ich wirklich noch nicht. Schlag zurück. Ein Teil. So, kommt's her. So, getötet. Und was haben sie jetzt? Wo dieser Bursche wohl hin sein mag? Okay. Da unten ist er ja. Sie ja, haben mich gezwungen, euch auszutricksen. Warum? Ich könnte gar nichts tun. Aber danke, aha, dass ihr mir die Gunst des Zweifels gewährt. Hier, nehmt das für eure Großzügigkeit. Wow, eine Wiederbelebungsjule. Und 45 Beliebtheit, okay. Heldenstatus, Persönlichkeit. Es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Schön. Wow, also wirklich, den Quest kannte ich noch gar nicht. Das ist, wenn man mal alte Gebiete wieder abgeht, dann trifft man halt ab und zu mal wieder auf Sachen, die man vorher noch gar nicht kannte. Oder, ja, schönes Ding. 45 Beliebtheit, da spare ich mir quasi... Schwertkämpfer? Nee, danke. Da spare ich mir quasi der komplett die, das Sparen. Ja. So, jetzt spielen wir mal Optionen. Weltspielstand, Spielstand 4 überspeichern. Ja. Okay. Okay, ich kann von vorher nichts mehr spenden. Jetzt schaue ich mal, wie es aussieht beim Spenden. Jetzt spende ich erstmal in verschiedenen Steps. Ich spende jetzt erstmal 10.000 und schaue, wie viel ich bekomme. Weil bei 200.000 bekomme ich nur 48 oder 41 habe ich bekommen. Schaue ich mal, was ich bei 10.000 bekomme. Die Götter wüssten abermalige Großzügigkeit eurerseits sehr zu schätzen. Ich habe gar nichts bekommen für 10.000. Wow. Soll ich dir mal sagen, was ich von deinen Göttern halte? Die können mich mal gehörig am Arsch lecken, wenn sie so geizig sind. Boah, 10.000. Ja, nö. Wenn du böse wärst, dann wär's okay. Aber nö, du bist ein guter Held. Du musst mir schon mehr zahlen hier. Das sehe ich gar nicht ein. So in der Art. Ja, dann machen wir halt mal 100.000. Ja, machen wir 150.000. Und wie viel bekomme ich? Wie? Ich bekomme aber keine Beliebtheit. Heldenstatus, Persönlichkeit. Willst du mich veräppeln? Ich bekomme gar keine Beliebtheit. Es ist ja eine Frechheit. Wie viel soll ich denn dann spenden? 300.000? Boah, das ist ja grob. Ich möchte maximale Beliebtheit haben, ihr Säcke. Machen wir mal 250.000. Ja, das ist ziemlich genau. Minus 250.000. Gar nichts bekommen. Wow. Leck mich am Arsch, das ist wirklich Frechheit von euch. Okay, jetzt. Also ich glaube, hier kann ich nichts mehr an Beliebtheit dazu bekommen. Dann gehen wir mal nach Oakville. Und schauen, ob wir dann dort zumindest diese Sache erledigen können. Ah, Moment. Grabhügelfelder, so war das. Kann sich nämlich das sparen, dass man einen Begleiter mitnimmt. Kommt schon. Grabhügelfelder war es. Ist das hier richtig? Nee, das ist falsch. Ich muss zu... Wo muss ich denn hin? Witchwood? Grabhügelfelder? Nein, ich bin hier schon richtig. Ich dachte, ich habe mich zu den Grabhügelfeldern teleportiert, aber wie es aussieht, stimmte das nicht. Jetzt bin ich bei den Grabhügelfeldern. Jawohl, jetzt bin ich richtig.